Herzlich willkommen zum aktuellen WM-Studio. In den kommenden zwei Wochen werden wir täglich aus dem Tirolberg berichten. Aus St. Moritz in der Schweiz, wo morgen die alpine Skiweltmeisterschaft startet, und aus Hochfilzen in Tirol, wo in Kürze der Startschuss zur Biathlon-WM fällt. Bereits einen Tag vor der Eröffnungszeremonie wird am Sonntag der Tirolberg mitten im Zentrum von St. Moritz quasi inoffiziell eröffnet. Der Platz für Weltmeister. Diesen Titel trägt der Tirolberg zu Recht. Seit 2001 ist er fester Bestandteil jeder Skiweltmeisterschaft. Mit neuem Konzept und so vielen Wirtschaftspartnern wie noch nie präsentiert sich Tirol heuer als moderner, innovativer Standort mit führenden Unternehmen und Spitzentechnologien. Ein Blick hinter die Kulissen. Bereits einen Tag vor dem WM-Start wird der Tirolberg mitten in St. Moritz feierlich eröffnet. Blasmusik aus St. Anton trifft dabei auf das Alphorn-Ensemble Engadin St. Moritz. Und dann öffnen sich erstmals die Pforten für einen Blick hinter die Kulissen der legendären Netzwerkplattform. Der Tirolberg hat Geschichte, St. Anton gestartet, 2003 das erste Mal hier in St. Moritz eigentlich international aufgetreten. Damals noch recht bescheiden, aber trotzdem schon sehr erfolgreich. Und wir haben den jetzt weiterentwickelt über alle Weltmeisterschaften hinweg. Es ist jetzt der 8. Auftritt des Tirolbergs mit so vielen Partnern wie noch nie. Es sind 6 Regionen aus Tirol dabei. Wir haben einen Top-Partner aus der Industrie. Es sind insgesamt 40 Partner, die mit Sach- oder Geldleistungen uns helfen, ein Großprojekt von über 1 Million Euro wert hier auf die Beine zu stellen. Mit so vielen Partnern wie noch nie wird sich Tirol in St. Moritz als Sport- und Urlaubsland Nummer 1 der Alpen zeigen. Aber auch mit Spitzenleistungen aus allen Wirtschaftsbereichen, die Innovationskraft des gesamten Standorts vermitteln. Der gesamte Standort, wenn wir vom Standort sprechen, meinen wir natürlich den Tourismusstandort, aber auch die alpine Wirtschaft oder gesundes Leben in Tirol oder den Kulturstandort, Sportstandort natürlich und all jene Partner oder Spitzenleistungen, die sich hinter dem Standort verbergen, die wollen wir hinkünftig auch bei uns präsentieren. Tirol zeigt sich als Land, das den alpinen Lebensraum nachhaltig entwickelt und das alpine Wohlbefinden mit allen Sinnen für seine Gäste spürbar macht. Ja, typisch natürlich die Tiroler Marent mit den tollen Produkten von unseren Metzgern und von der Tirolmilch und dann mit unserem tollen Partner der Firma Hafele, wo wir sehr froh sind, dass sie da sind, haben wir natürlich auch 4, 5, 6, 7 tolle Menüs zusammengestellt und das gibt es dann an diversen Abenden natürlich zum Essen bei uns. Der Tirolberg ist vor allem aber auch ein Medienberg, der heuer erstmals auch live über Social-Media-Kanäle kommuniziert. Also ich betreue während dem Tirolberg den Live-Blog, den man da im Hintergrund schön sehen kann. Das heißt, ich versuche wirklich tagesaktuell oder teilweise auf die Minute Stimmungen einzufangen, zu berichten, was im Tirolberg passiert. Schau an die Social-Media-Kanäle durch, was posten andere über den Tirolberg und versuche das genauso im Live-Blog einzubetten. Integriert ist auch ein TV-Studio, das Fernsehstationen für ihre Live-Berichterstattung nutzen. Das ist tatsächlich das Medienzentrum des Tirolbergs, da im ersten Stock. Da haben wir ein eigenes TV-Studio eingerichtet, wo wir wirklich die Möglichkeit haben, 14 Tage lang Live-Berichterstattung aus dem Tirolberg nach außen zu tragen. Und da haben sich auch schon zahlreiche TV-Stationen angesagt, die eben diese Infrastruktur für ihre Berichterstattung nutzen wollen. Tradition hat der exklusive Pressebereich. Umschlagplatz für heiße Stories. Also das ist eine spezielle Konstruktion, ein originaler Leitner Liftsessel und auch namensgebend für diese Lounge, die sogenannte Leitner Lounge, wo wir dann sozusagen ganz spezielle Presseveranstaltungen, hochkarätige, exklusive da in diesem Raum abhalten werden. Die neue Architektur und Raumgestaltung des Tirolbergs unterstreicht auch die Modernität des Landes. Wenn man diese Verstrebungen anschaut und die sollten den Pulsschlag, die Power, die Tirol hat, also das Herz der Alpen, das emotionale und geografische Herz der Alpen repräsentieren und das ist ein Querschnitt von ganz Tirol vermessen. Wir haben hier mit einem internationalen Architektenteam, das nennt sich Snow Hatter, zusammengearbeitet. Hier die ganze Verschalung, das ist Zirbe, man riecht es auch, wenn man in den Tirolberg herauskommt.
reinkommt. Wir wollen nämlich ein Lebensgefühl vermitteln, das Kraft gibt, und die Zirbe gibt Kraft. Kein Zweifel, der Tirolberg wird auch bei dieser WM zum heiß begehrten Treffpunkt. Ein Platz für Weltmeister, für Spitzenleistungen aus der Welt des Sports, der Wirtschaft, der Kultur und der Medien. Es ist wirklich eine gelungene Mischung, auch ganz im Sinne unseres Landes Tirols, sich hier sportlich, gastfreundlich, aber auch modern mit neuen Akzenten im Zentrum eben von der Skiweltmeisterschaft zu präsentieren. Und schon kurz nach seiner inoffiziellen Einweihung steht der Tirolberg erstmals im Rampenlicht des Sports. Der österreichische Skiverband ruft zur ersten Pressekonferenz. Im Mittelpunkt die ÖSV Speed-Damen mit ihren Erwartungen für die WM. Einen Tag bevor die Ski-WM in St. Moritz und damit auch der Tirolberg offiziell startet, drängen sich die Medien rund um die ÖSV-Stars. Im Mittelpunkt das Damen-Speed-Team mit Anna Veit, Nicole Schmidhofer, Tamara Tippler, Christine Scheier und Stefanie Venier. Erstmals zu sehen sind auch die neuen Rennanzüge, ganz in Rot-Weiß-Rot. Das ist ein Retro-Anzug, da ist der Harti einmal ähnlich gefahren in Schlappen. ÖSV-Sportdirektor Hans Pohm will dem jungen Team nicht zu viel Druck auferlegen. Erstmals gehen bei dieser WM mit 14:13 mehr Damen als Männer für Rot-Weiß-Rot ins Rennen. Und die Mannschaft rund um Anna Veit ist mehr als motiviert. Es wird immer besser mit dem Knie und ich hoffe, dass ich jetzt hier bei der Weltmeisterschaft noch mal einen Schritt machen kann. Was mir erwartet, ist einfach, dass die Mädchen, die da am Start sind, richtig offensiv ans Werk gehen und einfach schauen, dass sie das Beste, was sie drauf haben, beim Rennen abrufen. Und das ist eigentlich meine Erwartung, was dann letztendlich an guten Plätzen oder Medaillen herausschaut. Das wird man dann sehen. Wir wissen genau, die Top-Favoritinnen sind andere im Moment im Super-G. Lara Gut wissen wir, dass die also sehr, sehr stark ist, drei Super-Gs gewonnen hat, bei einem Super-G mit einer überragenden Zwischenbestzeit ausgefallen ist. Und an ihr wird kein Weg vorbeiführen. Und darüber hinaus die Stuart, dann die Gotcha. Und vielleicht gelingt es uns auch, da etwas mitzumischen. Montag startet die alpine Ski-WM offiziell, unter anderem mit den ersten Trainings für die Abfahrtsrennen. Wir werden über die offizielle Eröffnung im Tirolberg berichten. Viel Prominenz hat sich dafür angesagt. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind.